Und hallo, willkommen zu einem Mix, zu einem neuen Kodopart. Okay, das war jetzt doch zu laut, die Musik. Naja, wenigstens habe ich jetzt nicht mehr so ein Rundbass-Ton-Mikrofon. Ja. So, ein bisschen am Mikrofon rumgespielt. Ich habe, wie man sieht, die Insel ein bisschen blank gelegt und musste feststellen, ja. Wir haben den ganzen Sand runtergesetzt. Ah, es lackt. Ich mach so viel Terraforming. Nicht den Sand, der Sand soll so bleiben. Das Bild flackert, ist wirklich jetzt im Spiel. Kommt gerade nicht damit klar, wie ich so große Flächen bewege. Weichen wir und das ist furchtbar sinnig. Das Lied ist doch angenehmer. Und demnächst zeige ich mal die Far Cry Engine. Also die Cry Engine 3. Nicht Far Cry Engine, die liegt dabei. Cry Engine 3. Ja, das ist eigentlich jetzt so. Der Part, wo die Map zum Download bereitgestellt wird. Oder der. Nicht. Sondern eher dazwischen, damit man sie leer downloaden kann. Deswegen wird auch gar nicht so lang jetzt. Ich schaue jetzt nochmal. Ich wollte meinen Bildschirm sauber machen. Ja, ich habe nur wasserabdeckung.de. Ich schaue, ob der jetzt vom Designerischen jetzt passt eigentlich. Hier drüben wollte ich noch einen Berg. Und falls jemand sagt, ich weiß, damit im Vulkan eigentlich keine flüssige Lava ist in der Oberfläche, aber Spiel ist Spiel, nicht die Realität. Gibt es noch etwas zu machen? Wo war das?
Ich hab's vergessen, was ich machen wollte, okay. Hallo Käse. Na, und? Wie ging's dir? Ich weiß nicht, ob wir dich im letzten Video hatten. Obwohl, es ging nicht davon. Ja, ich glaube, wir hatten dich nicht mal drin. Genau, jetzt weiß ich nicht. Ich wollte mal hieß. Steinfarbe? Nee, das geht nicht, das ist eine dumme Farbe. Berg nur aus Sand besteht. Kommt hier ein Steinfleckchen hin. Ach, boah, ein bisschen Stein tut nie Schaden. So. Die Frage, man kann aber den MP3-Player im Normalfall konnte man ihn lesen. Sonst muss ich nämlich was in die Videobeschreibung schreiben, wenn man ihn nicht lesen kann. Und das darf ich dann nicht vergessen. Das Video eigentlich nur kurz halten. Deshalb halte ich mich doch hier mit anderen Sachen auf. Ja, okay. Dann muss man es ja auch gescheit machen. Und nicht vergessen, die Map dann auch unten in die Links zu packen in die Beschreibung. Naja, irgendwann werde ich es dann vermerken. Ach übrigens, man wird schnell merken, wenn ich keine Ideen mehr habe, da ich dann meist dann nur sowas mache. So, Landschaftsbearbeitung. Und die Story irgendwann im Nachhinein draufbaut. Oder kommt das mir wirklich so vor, als wäre das so unscharf? Muss ich da mal schauen, das kann man bestimmt irgendwo umstellen, das ist bestimmt die Seite. Perfekt wieder. Also, kampagnenmäßig habe ich mir hier sogar schon was ausgedacht. Ich mache die Map fertig, weil ich die zum Download stellen wollte. So. Nämlich, Story bezogen,
eine mehrspielige. Das heißt, zwar auf der gleichen Map, aber immer in der Ausführung. Also, immer in der Ausführung. Wo man halt immer mehrfach spielen muss. Also, sozusagen auf der gleichen Map, aber mit immer einer anderen Story. Ich will hoffen, dass man es jetzt verstanden hat. Ich bin zufrieden. Perfekte Zeit sogar zum zufrieden sein. So, speichern. So, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen und tschüss.